Hey draußen, hier ist der Flex von Stronger Flex TV und dieses Video geht an alle raus, die stabile Knie brauchen. Das sind mal auf der einen Seite die Leistungssportler und auf der anderen Seite natürlich jetzt saisonal adressiert an alle Skifahrer. So, falls das jetzt dein letztes Beintraining jetzt länger zurückliegt, du in einer Woche Skifahren gehen willst, sag ich mal, bist du ein Mensch, der sehr risikobereit ist, ja, und wahrscheinlich auch noch in guter oder schlechter Gesellschaft. Aber ein bisschen was kannst du noch retten. Dazu gibt es jetzt drei schöne Übungen und die vierte, in der befinde ich mich gerade, die tiefe Hocke. Beim Skifahren ist es ja so, dass man vielleicht aufgrund des Profils oder anderen Gegebenheiten auf einmal in Positionen gebracht wird, die der bewegungsarme Alltag vielleicht nicht für dich bereithält. Und du kommst vielleicht mal aus der Achse raus, ja, Knie, Hüft, Sprunggelenk sind mal nicht in einer Linie, sondern auf einmal ist das Knie innen oder so. Oder du wirst, ja, fährst irgendwo runter und auf einmal gibt es eine Kompression, dich drückt es mal nach unten rein, wo du sonst nicht bist. Und das sind dann die Situationen, wo irgendwelche hässlichen Dinge passieren, die nicht passieren sollen. Also Hocke, mach die Hocke-Challenge vielleicht, startet damit jetzt noch durch, mal so als tägliche Arbeit und wie gesagt, mach die drei Übungen, die ich dir jetzt zeige. So, für die erste Übung habe ich mich schon mal ins Profil gedreht. Erste Übung ist eine Sissy Squat Progression, das heißt, wir machen wieder so ähnlich wie bei dem Pistol Squat Video, erstmal nur die exzentrische Bewegung, also die Bewegung nach unten und rauf. Kommen wir in etwas leichteren Variante. Du stehst Hüft bis Schulter breit, schiebst die Knie zu den Fußspitzen und streckst die Hüfte. Ja, also wir wollen keinen Knick im Hüftgelenk haben. Wir strecken die Hüfte und spannen die Po-Muskulatur fest an. Die angespannte Po-Muskulatur stellt sicher, dass die Hüfte gestreckt bleibt. Die Arme können wir so ein bisschen als Gegengewicht nach vorne nehmen. Und jetzt schiebe ich die Knie zu den Fußspitzen, heb die Fersen an. Jetzt brauchst du schon mal Balance. Und wir werden sehr nah an die Muskulatur drankommen, die sehr nah des Knies liegt. Ja? So, also Hüfte gestreckt, Po fest. Jetzt schiebe ich die Knie nach vorne unten, bin hier so etwas in Rückenlage, versuche möglichst kontrolliert mit gestreckter Hüfte nach unten zu gehen, setze die Knie ab und der Weg zurückwärts idealerweise, ich ziehe mich nach hinten, also Po zu den Fersen, gehe in die Hocke. Und steh über die Hocke auf. Wenn du nicht mit den Fersen unten hocken kannst, solltest du die Hocke-Challenge machen, beziehungsweise nimmst halt einfach die Fersen hoch. Also, Hüftstreckung, Po fest. Knie nach vorne unten schieben, Hüfte bleibt schön gestreckt, langsam kontrolliert runter, zack, auf die Ferse, hocken, rauf. Einmal noch, dann denke ich, ist das Prinzip erkannt. Hüfte in der Streckung fixieren. Kontrolliert runter, halt die Balance, zack, hocken, wieder rauf. Noch eine Vereinfachung, falls auch das noch nicht geht, also sprich, du das nicht kontrollieren kannst bis ganz unten, ist keine allzu große Schande, es ist tatsächlich nicht einfach, dann gehst du eben so weit runter, wie du die Kontrolle behalten kannst, ja? Und wenn das dann hier ist, dann gehst du von hier aus in die Hocke und stehst wieder auf. Grundsätzlich versuch mal von dieser Übung 10 Wiederholungen zu machen und 3 bis 5 Sätze. So, jetzt geht's in Schneepflug. Ja, sehr, sehr funktionell. Kommt im Alltag auch nicht vor. Du brauchst aber auch deine Knie stark auf der Innenseite. Deswegen stellst du dich jetzt ein bisschen breit, richtest die Füße parallel aus, gehst auf die Innenkante und machst jetzt eine Kniebeuge, bei der du voll ins X-Bein reingehst und wieder raus. Ja? Soweit es eben geht, finde da deinen Abstand. Grundsätzlich gibt es nie ein Schwarz-Weiß. Wir werden so oft gefragt, wie oft, wie viel, wie lange. Du musst es für dich herausfinden, wir können dir nur eine grobe Richtung geben. Ja? Aber das hier ist deine Bewegung. Da unten hin und wieder zurück. Ja, hör auf dich, guck, wie weit kann ich auseinander, wie weit kann ich dann die Knie zusammenbringen. 10 Wiederholungen, 3 bis 5 Sätze. So, und jetzt geben wir den Knien auf der Außenseite noch Stabilität. Außerdem arbeiten wir noch an der Hüftmobilität und auch die Sprunggelenke sind gleich mit dabei. Herz, was willst du mehr? Ist übrigens auch die Übung aus dem Sitting-Rising-Test. Also da könnte jetzt auch der ein oder andere wieder Schwierigkeiten haben.
da muss ich dann vielleicht ein bisschen abstützen. Wenn dem so ist, arbeite dran, dass das nicht mehr so ist. Okay, also wir kreuzen die Beine, gehen auf die Außenkante der Füße, die Arme dürft ihr gerne ein bisschen nach vorne nehmen als Ausgleichsgewicht. So, jetzt schiebe ich die Knie raus, setze mich auf die Art und Weise einmal ab, in so eine Art Schneidersitz, wieder gucken, dass ich mit dem Schwerpunkt nach vorne komme und stehe wieder auf. Und dann kann man das einigermaßen dynamisch machen, ja, runter und rauf. Und Achtung, natürlich auch mal das andere Bein nach vorne, nicht nur praktisch die Schokoladenseite irgendwie machen, sondern hübsch beide, ja, und da entsprechend wechseln und wieder 10 Wiederholungen, 3 bis 5. So, jetzt hast du ein bisschen was an der Hand und vielleicht rette ich dir damit dein Knie und somit vielleicht sogar dein ganzes Leben, weil kaputte Knie ziehen wiederum Rückenprobleme nach sich, whatever, Hüfte, braucht kein Mensch. In diesem Sinne, bitte gib ein Däumchen nach oben für dieses Video, damit auch noch andere Menschen gerettet werden. Dann wird es nämlich besser gerankt und besser gefunden. Hier oben kannst du es abonnieren, falls du es nicht getan hast. Und hier geht es entweder zu Facebook oder zu Instagram, je nachdem, was wir gerade verlinkt haben. Und hier gibt es noch zwei Top-Videos von uns. Man kann ja praktisch gar nicht genug von diesen genialen Übungen kennen. In diesem Sinne ist der Flex wieder raus. Viel Spaß beim Skifahren, falls sich das jetzt betrifft. Bis demnächst.